Herzlich willkommen zur neuen Folge von Katja von Thüringen. Wir werden beginnen mit Schlafen, weil es eh dunkel ist, extrem dunkel, wie man so sieht, wenn man Licht ausmacht, ist kaum was zu sehen, da kann man nicht gut arbeiten. Wir werden schlafen. Um die 11 Stunden, nehmen wir eher 12, dass auch hier hell ist. Hoffen wir, dass es gut klappt, dass es hier nicht hier. Ja, bringt nicht viel. Kreditzinsen, Zinskosten. Wir haben aktuell Regen. Super. Das war aber nicht geplant. Das hat geklappt. Wir haben aktuell richtig kalt. Das heißt, wir können keine Filarbeit machen. Ja, dann werden wir weiterhin Holz machen, ne? Aber der Regen ist wichtig, denn sonst haben wir Probleme mit unserem, naja, wie soll ich sagen, Gras, wie ist es gewachsen, allgemein, mal schauen. Das Gras ist, naja, nicht gerade reif, gepflanzt, das ist neu, gepflanzt, Keimung fehlgeschlagen, so. Unsere Felder sind soweit ganz gut drauf. Ich glaube, wir haben noch Maschinenhändler noch ein paar Gräser stehen. Die werden wir holen. Also wenn wir einen Traktor nehmen, relativ schnellen, suchen wir einen. Wir hören mal durch. Unsere E-Lokomotive, die hat keine Funktion, sie fährt nur. So, dann die. War das gerade Schnee gefallen? Ey, wir haben noch mal Schnee gekriegt. Wahnsinn. Leute, wir haben Schnee. Das im Frühling. Das muss im. Braucht einen schnellen Traktor. Ist der LKW? Noch mal stehen lassen. Wo haben wir noch einen schnellen Traktor? Die wollte ich nicht gerade starten. Junge, das ist weiß. So, wir haben 1, 2. Doch schon dir nehmen und nehmen das langsam. Nehmen wir hier den Traktor hier vorne. Also Schnee werden wir heute nicht räumen. Jetzt wird wieder wegtauen. Wir fahren mal jetzt mal zum Händler und holen uns mal noch die nächste Gerät. Apropos Lenkung. Muss ich noch aktivieren, nutzt auch nichts, sonst ist auf gut Deutsch nicht lustig, weil das einfach nicht ohne Widerstand ist auch nichts. Hätte ich auch vormachen können. Wir werden mit 5 weiterfahren auf Geschwindigkeit. So. Das ist typisch. Ja, länger geht noch nicht, das war mir eh klar. Das klappt immer beim zweiten Mal. Warum das so ist, das weiß ich nicht. Da zieht sich durch wie roter Faden, mal erst 19. Könnte auch daran liegen, dass ich mit drei Monitoren arbeite, also die Maus, den Pfeil außerhalb habe und das Spiel schließt sich, dann kommen wir nicht mehr in den guten rein. Aber beim zweiten Mal klappt das in der Regel. Ich muss mal einen kurzen Start starten. Zeit. So, es klappt. Jetzt fahren wir zum Händler, holen wir mal unseren. Ja. Seemaschine zum Auffüllen gleich und gleich Richtung Feld 60. Da haben wir schon was vorbereitet. Richtig viel Schnee hier. Ja, ich dachte schon, wir können auch mit Ausab beginnen. Ne?
Tja, so ist das. Aber die Straße ist frei. Wäre ja auch gelacht, wenn nicht. Das wäre so eine Missionsaufgabe, Straße von da und da räumen. Aber man sieht, sind Bäume alle schön kahl. Klar, Nadelwälder sind natürlich nicht kahl. Die werden doch nicht kahl, ne? Wieso fährt der nur 65? Und gleich erweitern. Hoffe, die Musik ein bisschen besser zu hören. Hat sie vor gerade vor. Leute, wir haben Regen. Und? Hier liegt Schnee. Es ist Season Mod ohne Erweiterung. Wales wäre mir etwas zu. Ja. Wäre für Thüringen nicht so realistisch, sagen wir so. Für die Küste geht's, aber für Thüringen, da muss es separat was anderes geben, was der Region entspricht. Teils höheren Bergland, also höheren Bergland, sagen wir Mittelgebirge. 500 Meter ist, glaube ich, da normal. Oder auch tiefer teilweise, aber 500 Meter sind durchaus möglich. Wir werden den Traktor mal gleich erweitern auf einen stärkeren Motor oder irgendwas anderes fehlt hier, da keine 70 fährt. Und wir brauchen hier einen stärkeren Motor. Kurz mal kurz ab. Die Maschine haben wir noch eine da. Aber wir werden hier vorne rechts gleich mal Angriff nehmen. Gas kaufen. Muss irgendwo hingestellt werden. Ich weiß nicht genau wo. Fahren wir genau daneben. Richtung Werkstatt. Da ist nichts weiter zu sehen, ne? Kein markiertes Feld, ne? Dann müsste es eigentlich hier vorne sein, normalerweise. Wäre noch. Ja, einsteigen nicht. Oder vor der Tür fahren, das kann auch sein. So. Gut. Konfigurieren, genau. Er hat auch den schwachen Motor. So. Kennzeichen, Felgenfahrer, das lassen wir alles so. Breitreifen auch. Gut, jetzt hat er ein bisschen mehr Stärke, mehr Power. Gewicht hat er auch. Hängen wir mal wieder an. Müsste aber trotzdem wieder länger schnell fahren. Ja. Oder lag auch daran. Aber die Mehrleistung von PS war eh nicht verkehrt. So, wir mal leider unseren Seemaschine holen und voll machen. Und alles vorbereiten. Gras passt nicht, aber irgendwas war eingestellt. Muss ich mal schauen, was wir da als Fruchtfolgewinner nehmen werden. Was Gutes, was Gutes. So, Richtung Hof. Aber Gras haben wir nicht aussehen. Also bei Schnee können wir keine Aussaat machen.
Denn wenn wir Schnee in den Boden einarbeiten, dauert das länger, bis er warm ist. Das haben wir nur aktuell nur zwei. Ich dachte eigentlich im Frühjahr wird er eher wärmer, ne? Weil jetzt ist aktuell so ein Wintereinbruch hier. Aber da denkt man, das Theater wird schnell vorbei sein, wie. Ja, bald sehen. Ich hoffe, wir sind laut genug. Maschinen werden auch gut zu hören sein. Und die Musik. Also, wir werden mal zum Hof fahren, Gerät aufladen und dann werden wir sehen, ob wir auf Feld 60 auch schon mal hinfahren. Auf jeden Fall zwei Maschinen werden da arbeiten. Oder werden gleich vier kleine Fälle auf einmal machen, das geht auch. Das fünfte ist das große, wenn wir dann entsprechend mit einer anderen Frucht machen, die wir ja eh später aussehen müssen. Weiß ich, Sonnenblumen oder Soja oder. Ja, die beiden Sorten fallen mir jetzt ein. Mit der Größe des Feldes bitte keine Zuckerrüben. Jetzt auch wenn ich Gerät dran habe, ja. Fährt sich so leicht. Also mehr Schnee ist nicht geworden. Er ruckelt ein bisschen, macht aber nichts. Den Grund weiß ich auch nicht. Kann auch der Hof sein, entsprechend mit den Maschinen, dass immer alles darstellen muss. So. Den dürften wir voll haben. Ja, der ist voll. Hier werden wir mal gleich Richtung Feld ausrichten. Ja, wir stecken im Schnee, ne? Aber Spuren haben wir keine. Ist auch ein schwerer Schnee sicherlich. So. Jetzt bin ich da vorne gefahren. Füllen wir was auf. Was war unsere Fruchtfolge eigentlich? Was wollten wir die aussehen? Wetterbericht. Oh, heute ganz nach Regen. War nicht schön. Heute auch. Ja. Montag auch wieder Regen. Montag. Ab dann wird schön. Aber die Temperaturen. Naja, ab. Ja, Montag wird besser. So. Gerste und Weizen was gewesen. Den werden wir gleich einstellen. Bin mal großzügig, ne? Gerste und Weizen. So ein Dünger. Wie man sieht, das nicht ganz genau in der Mitte, aber das ist halt die Funktion. So, ja. Haben wir Schnee. Ich liebe Schnee. Aber ich dachte eigentlich, jetzt können wir im Frühjahr voll losstarten, aber kriegen wir noch einen kleinen Rückfall in den Winter. Na, mal schauen. So. Müsste ich eigentlich Folge-Me aktivieren, aber ich weiß nicht, wie es geht. Fahren wir auf Feld 60.
Ups. Einmal woanders geguckt und schon passiert. Eine andere Kamera an sich eingeschaltet. Tastatur kann man noch nicht blind finden. Ne? Naja, gut. Ist ja nichts passiert. Wir fahren mal so Feld 60 und lassen den da. Oh, oh, Gerutsche hier. So, ich mehr Schnee gefallen. Sieht doch nicht. Hier ist alles grün. Dünger. Ja, das Feld ist auch weiß. Haben wir alles erwartet. Der rutscht. Ja, das wollte man hier stehen lassen. Den haben wir später. Den können wir anhängen, auch entsprechend zur Aussaat. Ja gut, da haben wir das schon. Jetzt fahren wir gleich auf Feld Nummer 49 oder 48, das gleich. Da können wir zwei Felder auf einmal machen. 12er können wir auch dann entsprechend schon machen mit einem. Und gehen gleich auf die 48, so. Ja, klein. Verband aussehen werden wir erstmal einen großen Feld machen. Zur Not mit 4. Mal sehen, ob das klappt. Also 2 auf jeden Fall und zur Not mit 4. Müssen wir halt mit Holz ausweichen, also nicht anders. Ein bisschen Geld verdienen damit. Ja, ein bisschen mit Gas wegnehmen geht's. So, Richtung 48, glaube ich, was gewesen. Oder 49. Das ist im Grunde egal. Einen von beiden nehmen wir auf jeden Fall. Bin ja gespannt, ob es noch weitere Patch gibt für das Spiel an sich. Das alle andere wird noch sicherlich kommen. Da lassen wir uns überraschen. So, mal gucken mal, wo wir genau hier sind. Ah, da muss schon da oben sein. So, schauen wir mal. Wo wir Karte an. Ach, 48 haben schon erreicht. Passt. Fahren wir mal einen Acker, ne? 48 oben an der Ecke, wollen wir anfangen. Die Felder sind alle fertig für die Aussaat. Es muss nicht mehr gepflügt werden. Ansonsten liegen die Felder auch brach. Also die Felder hatte ich im Prinzip noch vorher gepflügt. Gekauft und gepflügt. So. Gehen wir zum nächsten Traktor. Der ist auch vorbereitet. So, und den werden wir auf die Nachbaracker fahren, ne? Ein Deutz. Mit dem Gewicht, ups. Gewicht ist schon nicht schlecht.
So. So ein Sauwetter. Also kann man auch die Zeit totschlagen, ne? Aber das sind ja wichtige Vorbereitungen, die wir machen müssen, damit wir näher mit der Aussaat beginnen können. Also möglichst noch im Frühjahr alles fertig kriegen. Im Sommer dann noch unsere Gerste und Weizen ernten können. Wir haben keine Winterreifen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt was gibt für Traktoren und Winterreifen. Ich glaube eher nicht. So, aufwachen. Das ist die heutige Donnerstagsfolge, wenn man nicht alles täuscht. Aber Ehren ist menschlich. Das ist bei mir nicht so genau. Ich versuche zwar eine Reihe zu kriegen, aber letztendlich ist es so, wenn ich mehrere Folgen aufnehme, dann irgendwann zähle ich den Verkehr. So. Geht's gleich. Da steht der andere, und das ist hier vorne gleich. Irgendwo war der Zugang, hier vorne, ja. Dann können wir dann beide Felder starten mit der Aussaat. Hier haben wir auch Gerste nehmen. Das macht sich besser. Die können wir beim, ja, bei der Ernte einen Abfahrer nehmen, einen LKW oder zwei. Und wir müssen die dann wechseln. Unser Raupenfahrzeug. Da steht sogar der jetzt weiß wird von Schnee. Ah, zu merken, das ist ein Mod von Giants, da wird es funktionieren. Dann werden auch alle anderen Fahrzeuge auch noch ein Update kriegen müssen. So Art für Schneemaske, wie es eben heißt. Aber wird noch kommen, denke ich mal. So, was haben wir eingebaut? Weizen ist richtig. Weizen. Gerste. Gerste. Und einen haben wir noch gehabt. C. So, dann werden wir keine Gerste nehmen. Mal gucken, ob wir einstellen. Halt ist. Dann gehen wir auf. Fangen wir mal mit Raps. Nichts ist nicht nichts. Können wir dann Weizen nehmen. Die Fruchtfolge ist immer auf Jahre gerechnet, ne? Also das. Und ich versuche den Wert, einen höheren Wert zu bekommen. Und Baumwolle geht normalerweise nicht. Aber gleich probieren. Sonnenblumen. Brachland. Weizen. Gerste. Hafer. Baumwolle. Geht sowieso nicht. Raps 0,9. Ungünstig. Sonnenblumen. Mais. Mais ist gut. Baumwolle geht sowieso nicht. Wiederum nicht gerade. Raps, ungünstig. Raps, Raps. Sonnenblumen. Kartoffeln, aber bloß keine Kartoffeln. Ölrettich, na, Ölrettich ist ja keine Frucht um den Sinn, das ist ja Dünger. Pappel, Pappel. Pappel sollen hier gar nicht gehen normalerweise, weil ich weiß. Ja, nichts gibt's nicht. Nehmen wir Weizen. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen auf ein Wiedersehen.
Dann sag ich mal Tschüss und Winke, Winke. Und ciao, ciao. Bis dann. Ciao.